Moment. Was war da nochmal der Unterschied? Du musst nur das Richtige. Wie gesagt, niemals. Ja, aber gib mir doch nochmal. Lass mal stecken. Ich muss nochmal einen Augenblick darüber nachdenken. Es war lila, was da drin war. Und wir haben Kupfermessing. Aber wir hatten drei. Nochmal auf die Au. Noch was anderem. Wie sieht's mit einer Autobatterie aus? Ja, ich hab die Woche eine gehabt, um dem Traktor Starthilfe zu geben. War noch ziemlich in Ordnung. Du sagtest, du hast irgendwo eine Autobatterie? Hatte ich in der Hand, wie ich geholfen habe, dem Bauern neue Reifen auf dem Traktor zu ziehen. Das Ding kann nicht weit weg sein. Du hast nicht zufällig ein paar Zündkerzen? Nee. Wobei, es könnten welche in dem alten Motor, der am Kran hängt, sein. Super. Kann ich sie haben? Sicher, wenn ihr ihn selber runterlässt. Ich guck mir das Spiel an. Kein Problem. Ich bräuchte einen Kühlerschlauch. Hab ich irgendwo. Ich hab versucht, eine Gasflasche an mein Herd anzuschließen. Aber die Düse hatte die falsche Größe. Dachte dann aber bei mir, bevor ich den Wohnwagen in die Luft jage, lasse ich das lieber. Dieser Kühlerschlauch. Nimm ihn dir. Ist wahrscheinlich irgendwo bei den Gasflaschen. Lass uns über was anderes reden. Wie läuft das Spiel? Sieht gut aus. Wir führen. Aber die Raccoons haben... Die Raccoons? Bis später, Leroy. Sieh zu, hab. Gut, also kann möglich sein, dass das Original vielleicht dann doch Englisch gewesen ist. Football ist ja mehr... Okay, Gasflaschen. Ah, das hier sieht aus wie ein Kühlerschlauch. Ist ja mehr im englischsprachigen Raum vertreten. Er klemmt. Kill It Bang macht alles sauber. Alles. Kann ich damit was ansprechen? Als ich sagte, ich werde diese Stadt reinigen, habe ich das nicht wörtlich gemeint. Außerdem habe ich nie gesagt, dass ich diese Stadt reinige. Ich wollte gerade sagen, wann hast du das denn gesagt? Ach, da ist die Liste. Anorganisch, pink, biologisch, pink. Also wir haben zweimal anorganisch. Pink. Okay, müssen wir jetzt aber halt mal gucken. Brauche ich wohl Öl. Und hier könnte vielleicht die Batterie liegen? Er meinte was davon, als er einen Traktor Reifen aufgezogen hat? Schauen wir mal hier. Aha, da ist sie. Ich habe die Batterie gefunden. Super. Super. Mach weiter. Was haben wir hier? Ein paar rostige Radkappen und einen alten Föhn. Na, was ist in diesem Haufen? Nur ein alter, verbogener Einkaufswagen. Ich gucke jetzt mal, vielleicht finden wir ja doch... Komm, Schrotti. Komm zu Papa. Nur altes Blech und nutzloser Müll. Nichts Interessantes dabei. Vielleicht finden wir ja doch irgendwo ein Kabel. Der Elektroschrott ist meine Lieblingsschrottsammlung hier. Ich habe hier schon so allerhand Perlen der Radiotech. Oder auch nicht. Ist der Kran? Okay, gucken wir mal, ob wir einen Hinweis auf dem Behälter kriegen, wo die Kühlflüssigkeit rein soll. Müsste ja irgendwas draufstehen. Na, wobei, könnte auch in der Bedienungsanleitung stehen, aber eine Bedienungsanleitung haben wir nicht gefunden. Gucken wir doch mal. Auch wenn für mich das eher lila ist wie pink. Naja, so Magenta. So ein Zwischending. G. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. G18, G12. Das kann ja jetzt alles sein. Für mich sieht es fast aus wie eine 14. Ein guter alter Kühler mit Kupfermessinglegierung.
Ich kann den Kühlerschlauch. Ein Kühlerschlauch in ziemlich gutem Zustand. Ja, ich wollte ihn auch eigentlich tauschen. So. Batterie schließen wir hier an. Da scheint es scheißegal zu sein, welche wir nehmen. Ich hoffe, die funktioniert noch. Jetzt muss ich nur das richtige Kühlermittel kriegen. Also 18 oder 12. Da weiß ich halt nicht, ob es einen Unterschied gibt. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, gebe ich zu. Ich würde das für mein Auto, wenn ich denn eins hätte, vermutlich googeln. Hey, Leroy. Hey. Um nochmal auf... Ja? Gibst du mir mal eine... Klar, welche? Entweder 18 oder 12. 18. Was war da nochmal der Unterschied? Du musst nur das Richtige für deinen Kühler nehmen. Wie gesagt, niemals die Bio-Plörre für einen Kupfer-Messing-Kühler nehmen. Ja, aber ansonsten ist es egal, oder... Gib mir das G12, bitte. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Warum ist das jetzt orange? Lass uns über was anderes reden. Bis später, Leroy. Siehst du? Oh, G13. Hey, Leroy. Hey, Harp. Was mache ich denn? Um nochmal... Ja? Gibst du mir mal eine Frage? Klar. 13, nicht 12. Ich denke, G13 ist das Richtige. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Sicher bin ich mir nicht, aber ich habe nicht viele Möglichkeiten, weil... Du nimmst mir ja die anderen alle wieder weg. Lass uns über was anderes. Nehme ich mal an. Bis später, Leroy. Sieh zu. Ja, ich kann immer nur eins mitnehmen. Sollte ich vorher abspeichern, bevor ich das reinschütte? Kann mir tatsächlich das Auto kaputt gehen? Bin jetzt ein bisschen verunsichert. Ich speichere vielleicht mal kurz. So. Bevor ich da irgendwas reinschütte. Eine Flasche G13. Ist das richtige Kühlmittel? Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Ich weiß es doch nicht. Okay. Oder? Ich bin nicht ganz sicher, ob das richtige Kühlmittel ist. Ich frag Leroy lieber nochmal. Ich will nicht, dass der Kühler schon hochgeht, bevor wir überhaupt auf dem Freeway ankommen. Kann ich nicht den Professor fragen? Da muss doch wissen, was da reinkommt. Na, wobei. Das ist ein Professor. Der kann ja scheinbar nicht mal die Lichter von seinem Blinker wechseln. Das hab ich schon gemacht. Nicht ihn darauf ansprechen. Ich sollte die Zeit des Professors... Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich soll sein Kackauto reparieren. Wiedersehen, aber Professor. Darf ich mal fragen, was da für Kühlmittel reinkommt? Warte mal, hab ich nicht vielleicht irgendwo welche Kabel, die ich abschneiden kann und mitnehmen? Für den Fernseher. Warum läuft der zurück wieder vor? Das ist merkwürdig.
Das hat er im Hotel auch schon gemacht. Ich mag es an alten Radios, aber wahrscheinlich habe ich schon genauso viel. Ganze Nächte habe ich. Das Multitool. Das Multitool. Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation. Ich wüsste nicht. Das fühlt sich. Igitt, ich soll morgen. Morgen. Aber ich sammle lieber noch ein bisschen mehr. Ich könnte den ganzen Schrott mal wegschmeißen. Theoretisch. Aber ich sammle lieber noch ein bisschen mehr. Glühbirnen, LED, Halogen, Neon. Jedermann sollte eine diversifizierte Leuchtmittelsammlung haben. Definitiv. Ich habe ja auch eine. Sind allerdings überwiegend Sparlampen. Ich bin noch nicht so weit mit meiner Sammlung. Warum mache ich Doppelkicker? Läuft ja nicht schneller. Mrs. Danman? Hast du dir einen warmen Pulli angezogen? Ja, drei übereinander, um ganz sicher zu gehen. Darüber macht man keine Scherze, Harper. Du solltest zu Hause bleiben, genau wie ich. Draußen ist es gefährlich. Haben Sie da drin alles, was Sie brauchen? Ich habe ein Regal voller Thunfischdosen und eine 50-seitige Fernsehzeitung. Ich könnte hier drin den Dritten Weltkrieg überleben. Nur mit Thunfisch und Fernsehzeitung? Na, ich weiß ja nicht. Was mache ich denn mit einer Fernsehzeitung, wenn ich kein Fernsehen gucken kann? Zumal die Fernsehzeitung ja irgendwann auch mal out ist und dann laufen die Sachen da ja gar nicht mehr. Darf ich noch irgendwas machen? Ah ja, ich könnte noch wen anders anrufen. Da wir nicht wissen, wen, können wir wohl gerade niemanden anrufen. Gut, ob uns Leroy jetzt tatsächlich sagen kann, ob wir jetzt das Richtige haben, ich weiß ja nicht. Ich sollte mit dem Doppelklick aufhören, er läuft nicht schneller, weil ich doppelklicke. Leider. Ich hänge hier rum, damit ich in Leroys Schrott rumwühlen kann, nicht damit er in meinem Schrott rumwühlt. Außerdem ist das kein Schrott. Hey, Leroy. Hey, Harp. Um nochmal auf... Ja? Gibst du mir mal ein... Klar. Ach, E12. Ach, ich hab gerade das Falsche mit... Ich bin total durcheinander. Also G18 oder E12. Ich weiß jetzt aber nicht, wo da die Unterschiede sind. G18, E12. Ich brauche eine Flasche G18. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Ja, doch, ich brauche G18, weil da stand G drauf. Kühlmittel haben wir, die Zündkerzen, wir kommen da noch nicht ran. Der Hebel des Krans scheint irgendwie festzuhängen. Ah, ja. An die alte Lady muss mal wieder ein bisschen geschmiert werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe, ich verstehe es. Ja, gib mir doch irgendwas. Lass uns über was anderes reden. Gib mir doch was zum Schmieren. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Bin aber auch doof, aber ich hab nichts zum Schmieren. Nö. Okay, mein Fehler, Buchstaben lesen sollte man können. Manchmal setzt mein Gehirn aus und dann ist Lesen echt schwer. Okay, wir haben jetzt das Richtige, gehe ich von aus. G18, denn das andere anorganische, was pink war, war das
E12. Nicht G12, E12. Da auf dem Ding ein G steht, kann es nur das hier sein. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtige Kühlmittel habe. Wir haben nicht viele Optionen, Harper. Findest du eigentlich noch die Zündkerzen? Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Ein Glas. Ich glaube, Jake hat darin Schrauben aufbewahrt oder so. Das kann ich nicht machen. Ich könnte mit dem Schlauch etwas Öl aus dem Tank lassen, aber er ist viel zu lang. Och, Junge. Ich kürze den Schlauch ein bisschen. Schnipp. Ja, ein bisschen. Fast alles. Ich kann diesen Schlauch benutzen, um ein wenig Öl aus dem Tank zu lassen. Okay, ich muss nur ein wenig saugen und dann... Naja, hat geklappt. Möchtest du vielleicht ein bisschen Kühlflüssigkeit hinterher schütten, um den Mund auszuwaschen? Bah. Und dann doch vorsichtig sein. Dann schmieren wir doch mal die alte Dame. Also bisher sind die Rätsel mal nicht so schwer. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo ich denn jetzt ein Kabel herkriege für den Fernseher. Und wir haben nicht so viele Gebiete aktuell, wo ich was finden könnte. Hier wäre eigentlich die beste Option gewesen. Problem, hier scheint da nichts zu finden. Damit sollte es gehen. Dass wir den Motor nicht im Ganzen brauchen, sondern nur die Zündkerzen, die bestimmt nicht bei sowas kaputt gehen können. Hey, da sind ein paar Zündkerzen im Motor. Hey, und ich kann mit Sicherheit auch einfach jede Zündkerze nehmen, die mir über den Weg läuft. Ja, aber Harper, das ist so nicht alles. Also, das Auto braucht doch mehr wie einen funktionierenden Motor. Guck dir das Ding doch mal an. Eine Windschutzscheibe. Und für die Scheinwerfergläser. Und einen neuen Anstrich und eine neue Stoßstange. Gut, weil ich nicht weiß, wie sehr jetzt die Polizei auf sowas guckt. Aber trotzdem. Gott, Zündkerzen. Zündkerzen. Ich habe das Auto repariert. Du hast noch nicht mal versucht, den Motor anzulassen. Ich habe das Auto repariert. Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer. Jake würde den hier nicht einfach so rumliegen lassen. Es sei denn, er hatte nie vor, zurückzukommen. Ah ja, ich kann immer noch das Glas anklicken. Was ist das? Da kann ich einfach hinlaufen. Merkwürdig. Auto. Lackierpistole. Was? Ah, ich kann die Lackierpistole ja anschließen. Die Lackierpistole bringt mich hier nicht weiter. Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer, es sei denn, er hat... Die Lackierpistole bringt mich hier nicht. Die Lackierpistole. Aber was denn dann? Die Lackierpistole bringt mich hier nicht. Okay. Die Lackierpistole bringt mich hier. Hä? Okay. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was er da macht. Ein Eimer rote Farbe. Kann ich? Hier ist kein neuer Anstrich nötig.
Hier ist kein neuer Anstrich. Das ist... Verstehe ich gerade nicht. Mysteriös. Gut, das ist ja auch eine Art Detektivgeschichte, wenn man es mal so sehen möchte, ne? Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich habe das Auto repariert. Ich habe Ihr Auto repariert. Oh, wunderbar. Ist der Schutzanzug soweit? Ich arbeite dran. Fabelhaft. Was ist denn mit dem Schutzanzug? Alles, was man in einem Labor so braucht. Okay. Hey, Professor. Hallo, Harper. Also, wo ist dieser Schutzanzug? Ah ja, hier. Ach, Gummi. Das ist Polyester. Wie du siehst, bedarf es nur einiger kleiner Änderungen, damit er genau wie die der AHC aussieht. Also ich pimpe diesen Overall und besorge eine Blutprobe. Dann verlassen wir die Stadt? Ja, allerdings denke ich nicht, dass wir dafür einen Pimp benötigen. Auf geht's zur bisher dümmsten Aktion meines Lebens. Exzellent. Viel Erfolg. Ich finde es gut, wie der Professor mich auch gar nicht davon abhält. Was heißt denn jetzt pimpen? Wie sieht denn der Anzug aus und was muss ich denn da dran noch machen? Gelb. Ah ja, der rote Streifen muss da drauf. Lackierpistole. Oder rote Farbe. In der Lackierpistole ist rote Farbe. Ich kann die Farbe nicht einfach auf den Anzug gießen. Nicht? Warum nicht? Fällt keinem auf. Designer-Overall. Vielleicht kann ich den roten Streifen mit der Lackierpistole auf den Anzug sprühen. Hey, das hat ganz gut geklappt. Ich bin ein wahrer Künstler. Oh, okay. Ich habe aber immer noch keine Idee... für das Stromkabel. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das machen muss, bevor ich in das Labor gehe oder danach.